Anhand von dieser Ampex AVR2 möchte ich zeigen, dass man Motorensteuerungen auch ohne Computer bauen kann, also Mikrocontroller. Das hat es in dieser Zeit noch nicht gegeben. Also schon, aber die waren einfach zu langsam. Hier wurde alles mit Logik-IC gebaut. Und für die ist es zum Beispiel kein Problem, so 900 Hz umzuschalten. Das braucht da nicht viel Leistung. Aber man muss natürlich Geber einbauen. Der muss abtasten, wo der Rotor ist. Also Positionssensoren sind das. Das hat es hier, optisch. Dann geht das. Und der Motor, der dreht mit 15.000 Umdrehungen in der Minute. Baujahr 1976.